Servus und hallo bei Nord, another Dope Show. Heute ist der Teil 2. Wie fühlt sich ein Heroinentzug an? Wenn man ein reines Heroin hat, also wenig Streckstoffe drin sind, die selber auch noch irgendwelche Nebenwirkungen haben, die vielleicht einen Entzug auslösen. Also ich gehe jetzt von einem sauberen aus, das ist vielleicht aufgeschreckt ein bisschen mit Milchzucker oder ein bisschen Ascorbin. Was anderes ist da nicht drin. Das ist halt auch so, dass sich da das am ersten Tag anfühlt, als hättest du eine schwere Erkältung, wenn du morgens aufwachst. Ja. Der ist schwummrig, so die Haut ist heiß und kalt gleichzeitig. Da tropft auch schon der Schweiß ein bisschen. Und du merkst, du musst dringend auf die Toilette gehen. Ja, dann endlich kannst du wieder, weil wenn du drauf bist, hast du Verstopfung, da geht nichts mehr. Du kannst nicht pinkeln, du kannst nicht kacken, nix. Du kannst zwar was trinken, aber du kriegst bloß Bauchschmerzen. Wenn du trinkst und isst, kriegst du nur Bauchschmerzen und du kotzt das alles wieder. Beim Entzug ist das aber anders, da kommt es hinten raus. Du kriegst Flitzkacke vom Allerfeinsten. Wenn da nichts mehr drin ist, da kommt wirklich plötzlich gelbes Zeug raus. Ich weiß auch nicht, Schleim, vielleicht sind es die Magenschleimhäute, die halt sich erneuern und die Darmflora, die sich dann plötzlich wieder bewegt. Du purzt, hast Flatulenz, also du purzt ohne Ende. Dein Körper stinkt ganz pervers und du kannst einfach auch nicht mehr schlafen. Du hast unruhige Beine, du rennst hin und her. Es sind jetzt schon 12 Stunden, ja, du bist schon 12 Stunden wach, du kannst nicht, du schaust den Fernseher an, ja, und du siehst die ganzen Leute mit ihren kleinen lächerlichen Problemchen, zu meiner Zeit, weil da liefen Talkshows im Fernsehen, und dann denkst du, hey, was ist los mit der Welt, ja, die wissen da gar nicht alle, die können sich das ja gar nicht vorstellen, und dann hast du alles so Weichoptik, Weichzeichnermäßig, weil du halt riesengroße Pupillen hast, jeder sieht da sofort an, was los ist, der läuft der Schweiß runter, hey, du schüttelst, weißt du, frierst ohne Ende, du machst die Heizung an, du hast, weiß ich nicht, 25, 26 Grad in dem Zimmer drin, die Fenster sind beschlagen, die Wände sind feucht, weil du so schwitzt wie ein Blöder, aber dir ist arschkalt, du frierst, deine Knochen tun da weh, die Beine tun weh, deine Gelenke tun weh, alles schmerzt. Du willst nicht mehr leben, hey, und dann hast du da diesen elendigen Suchtdruck. Also jeder, der von euch irgendwas anderes nimmt, zum Beispiel Cannabis, und mal nichts hat, dieses Gefühl, was man da hat, mal 10, ja, dass man unbedingt was haben muss, das mal 10. Oder wer jeden Tag Feierabendbier trinkt und einmal keins hat, was ihm das Geld ausgeht, das Gefühl, was er dann hat, oder Zigarettenraucher, wenn ihr keine Zigaretten oder Tabak habt, das Gefühl, was ihr da habt, das ist die Sucht. Und das mal 10 hat ein Junkie. Während er entzieht, 3 Tage lang, ganz horrormäßig. Das hört nicht auf, jeden Tag wird schlimmer. Weil du kannst doch nicht schlafen, also wirst du nur blöder im Kopf. Und dann kommt die Erlösung am 4. Tag, beim am 3. Tag zum Ende hin wirst du endlich wieder schlafen können. Ganz zu Anfang kannst du schlafen und ganz am Ende kannst du schlafen. Und dann wachst du auf und hast ein unglaubliches Glücksgefühl. Die allerersten Symptome, wenn du nicht mit dem Entzug aufwachst, ist noch ein bisschen anders. Da fängst du an zu gähnen. Die ganze Zeit musst du gähnen und dir laufen die Augen über. Ja, die Tränen laufen runter. Und du gähnst die ganze Zeit. Und dann fangen langsam an, die Muskeln zu ziehen. Und dann zieht's und zieht's. Und du wirst immer müder und schlapper und kannst nicht mehr und kannst dich kaum noch bewegen. Das ist so die ersten, ja, sagen wir mal, 5, 6, 7 Stunden. Und dann geht es, brauchst du nicht hinlegen. Du kannst nicht mehr schlafen, weil da kommt der Suchtdruck. Der hält dich wach. Und dann geht das los, was ich dir gerade alles erzählt habe. Und das alles für so ein bisschen warm jucken. Ein ganz klein bisschen künstliches Glück. Das ist es doch nicht wert, oder? Glaub mir, ich bin Ex-Champion. Peace out.